Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword HD. Heute wollen wir die Sidequests allesamt abhaken, damit wir beim nächsten Mal für das Story-Finale ready sind. Und dazu geht's zuallererst nachts zu unserem Nachbarn Gruß. Der möchte ja noch eine weitere Ausdauerflasche, da er immer noch ein Versager ist. Den zweiten Teil dieser Quest kann man machen, nachdem man die Sandgaleone abgeschlossen hat. 55, 56, 57. Sekunden, die du im Bett durchhältst? Guten Abend, Tommy. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Ist das etwa ein Ausdauertrank, Tommy? Würdest du mir davon nochmal was abgeben? Ja, danke, Mann. Ich bin mal so frei, ne? Oh ja, ich fühle mich wie neu geboren. Meine Müdigkeit ist verflogen. Manchmal mache ich mir Sorgen. Wird das ewig so weitergehen? Wie lange muss ich so weitermachen, bis ich stark werde? Was denkst du, Tommy? Ja, 10, 15 Jahre? Wie viele Liegestütze muss ich wohl noch machen? 1000. So viele? Der Weg zu Stärke und Frauen scheint mir steil und steinig zu sein. Es ist alles klar. Ich werde stark sein. Komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Okay. Na gut. Dann warten wir noch eine Nacht ab und schauen nochmal bei ihm vorbei. In der Hoffnung, mein Training, um nicht zu sagen mein Doping, hat was gebracht. Na mal gucken. Ist er jetzt ein Monster? Ein Bodybuilder? Ja gut, das ist in der Tat ein krasser Fortschritt. 3985, 86, 87, 88. Laber nicht. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Hey Tommy. Gut, dass du hier bist. Ich wollte dich was fragen. Also, ich habe jetzt mal wieder versucht, ein Fass hochzuheben und es ging mit nur einer Hand. Das heißt doch, dass ich stärker geworden bin, oder? Ja. Bin ich jetzt wirklich stärker? Zu stark. Jetzt übertreibst du aber. Ich bin trotzdem glücklich. Ich hab's nur dank dir so weit geschafft, Tommy. Ohne dich hätte ich einfach aufgegeben und wäre im Selbstmitleid versunken. Ich danke dir von ganzem Herzen, du hast mein Leben verändert. Trotzdem habe ich noch kein Like auf Tinder. Du hast auch noch andere Baustellen. Aber trotzdem danke für die letzten 5 Juwelen der Güte. Damit haben wir alle. Hey, ich hab's geschafft. Du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Ich nehme dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Damit allein kann ich dir meine Dankbarkeit jedoch nicht in vollem Maße ausdrücken. Ich schenke dir doch was. Lol. Einfach 2. Ich benötige nur noch ein ganz klein wenig mehr Juwelen der Güte, okay? Hä? Ich spüre, du hast noch mehr. 80 Stück? Hast du tatsächlich so viele Juwelen der Güte für mich gesammelt? Vielen Dank, ich danke dir so sehr. Nimm dies als letztes Geschenk für deine großartige Hilfe. Bam! Die Luxusgeldbörse von Gucci. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler erblassen. In ihr kannst du bis zu 9000 Rubine aufbewahren, die du am Ende des Spiels nicht brauchst. Aber hey, trotzdem, cool, oder? Es ist nichts Besonderes,
aber ich hoffe, es wird dir auf deinem weiteren Weg nützlich sein. Oh, diese Menge Juwelen der Güte sollte ausreichen, um ein Mensch zu werden. Ich bin so aufgeregt, ob's wohl wirklich funktioniert. Was? Oh! Du siehst fast identisch aus. Nun, damit wie sehe ich aus, hä? Du musst nichts sagen, ich kann's an deinem Gesicht ablesen. Ich hab mich so sehr verändert, dass dir die Worte fehlen, ne? Ich bin dir so dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit den anderen zusammenzuleben. Wenn er sich anders kleidet und vielleicht einen Hut trägt oder so, sieht er bestimmt ganz freundlich aus. Die anderen Menschen werden sich ganz sicher nicht vor ihm fürchten, denke ich. Ansonsten brauchst du halt doch einen Chirurgen. Aber wir haben getan, was wir konnten. Und haben die Juwelen der Güte-Quest abgeschlossen. Die große Sammelquest, die es ja in jedem Zelda gibt. Und hier in Skyward Sword weiß ich nicht. Fand ihr das gut? So verglichen mit den Skulltulas und den Geisterseelen und. Also einerseits fand ich es ganz geil, dass man für einige Sidequests Juwelen der Güte bekommen hat, anstatt sinnloser Rubine oder anderem Trash. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil gegenüber von Breath of the Wild. Also hier sind die Sidequests deutlich relevanter. Oder eigentlich in jedem Zelda. Aber hier hat man es zumindest noch ganz sinnvoll mit der Sammelquest verbunden. Trotzdem bin ich mit den Juwelen der Güte nicht so ganz glücklich. Vor allem verstehe ich auch nicht, warum manchmal random welche irgendwo herumliegen, obwohl sie doch eigentlich von menschlicher Freude her entstehen. Zum Beispiel dieses eine Juwel der Güte auf dem Dach bei Terrys Haus. Wie kommt das dahin? Was soll das? Also man hat irgendwie so klassische Sammelquests und wir versuchen die Sidequests aufzuwerten, miteinander verbunden. Was so halb gelungen ist, finde ich. Apropos Sidequest. Dieser Typ hier hat noch einen dritten Teil für uns und das wird der schlimmste. Hallo Tommy. Langsam aber sicher bin ich an dem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiter stellen lassen. Ich würde mich gerne einer neuen Sache widmen. Hä? Was ist das denn für ein schöner Bogen, den du da hast? Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen. Ja, wenn die Bewegungssteuerung mitmacht. Du bist unglaublich heftig, Tommy. Ich könnte 3000 Liegestütze machen und wäre nicht einmal annähernd so stark wie du. Das stimmt. Dann zeig mir doch mal, was du mit dem Bogen so alles drauf hast. Ich werf gleich ein paar Kürbisse in die Luft. Klar, normales Vorgehen. Zeig mir, ob du sie mit deinem Bogen abschießen kannst. Du kannst deine Fertigkeiten mit dem Bogen üben und ich meine Muskeln durchs Kürbiswerfen stellen. So haben wir beide etwas davon. Was sagst du? Okay. Ich werde 90 Sekunden lang Kürbisse in die Luft werfen. Für jeden Treffer bekommst du 10 Punkte. Triffst du mehrere Kürbisse in Folge, erhöht sich deine Punktzahl noch mehr. Also streng dich an. Ich muss allerdings 20 Rubine für jede Runde verlangen, weil, naja, du weißt, ich brauche Geld für meine Tinder-Dates. Was sagst du dazu? Willst du es mal versuchen? Ja. Muss ich ja. Dann leg ich jetzt los, anstatt zu labern. Streng dich an, Domi. Oh ja, das werde ich tun müssen, denn bei diesem Minispiel bin ich im Original absolut ausgerastet. Es ist für mich das schlimmste Minispiel, das es gibt, wegen der fucking Bewegungssteuerung. Aber das fühlt sich schon viel besser an. Und es gibt an sich einen Trick. Man muss nur warten, bis er den Kürbis wirft. Und dann den Pfeil in den Kürbis jagen. Sah aber jetzt nicht so dufte aus, wenn ich ehrlich bin.
Vielleicht spielen wir es dann doch lieber legit. Ich dachte, mit diesem 200er EQ-Move werde ich es locker schaffen. Aber witzigerweise performe ich viel besser, wenn ich es einfach normal über mich ergehen lasse. Ich merke zwar, wie der Gyrosensor so ein bisschen nach unten zieht und ich gegensteuern muss. Was mich jetzt leider auch einige Punkte gekostet hat. Aber es ist trotzdem besser als auf der Wii. Stört halt nur, dass du fast gar nichts sehen kannst, wenn dein Bogen da in der Nähe ist. Okay, noch 19 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man braucht. Aber es werden wahrscheinlich mehr sein, als ich habe, oder? 300, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück und es sind nur 300, die man braucht. Ach, scheiße. Fuck. 340. Bitte sag mir, dass das okay ist. Ich will hier keinen Highscore, ich will einfach nur durch. Du hast 340 Punkte! Cool! Du kannst es bestimmt noch besser, aber deine Leistung war schon okay. Versuch als nächstes mehr als 400 Punkte zu erreichen, okay? Scheiße. Da habt ihr euren Fail, okay. Es war knapp. Aber jetzt packen wir es. Denn jetzt versuche ich es direkt ohne den 200er IQ-Move, der bei mir nicht so ganz hinhauen will. Ich mach's lieber so, ich warte hier, dann sehe ich, welche Flugbahn der scheiß Kürbis ungefähr haben wird. Und geh einfach ein bisschen mit. Hau das Ding dann rein und Alter, dann ist es so richtig einfach. Ja, moin. Ach, mehr als 50 geht aber nicht. Als Combo. Okay. Ja, lol. Auf einmal den Bogen raus. Man kennt's. Gib's dem Retro Domtendo. Zeig's ihm, wie's geht. Oha. Lol, selbst den habe ich. Einfach ohne Fehler. Ja, alles klar. WTF, übertreib doch nicht. Ja, das war ja jetzt auch wirklich nicht möglich, oder? Blödes Arschloch. Hat er vorhin nicht gemacht. Was ist mit dem falsch, Alter? Ich glaube, wenn du eine bestimmte Anzahl an Treffer hast, dann wird's nur noch lächerlich. Aber kann mir egal sein. Wir haben alles, was wir brauchen. Achso, ich hätte auch nach oben. Ja, gut. Ich dachte, ich muss so auf dieser Linie bleiben. Ich hätte ihn auch theoretisch nach oben verfolgen können. Ist egal, 630, yes! Du hast mich einfach nur begeistert. Nimm dies als Zeichen unserer Freundschaft. Freundschaft, was? Ja, danke für das Herzteil. Sag mir Bescheid, wenn du es erneut versuchen möchtest. Na, war doch gar nicht so schlimm. Ja, ein Fail gab's, okay, ärgert mich ein bisschen. Aber der zweite Versuch war doch top. Das Ding ist aber, ich habe noch ein weiteres Trigger-Minispiel. Bam, bam, bam. Kleiner Tipp fürs Bogenschießen. Wirklich ruhig bleiben und nur ganz behutsam den Joy-Con bewegen. Dann ist dieses Kürbis-Minispiel, zumindest hier auf der Switch, ganz gut machbar. Und wie sieht's mit der Lorenfahrt aus? Denn ich hatte tatsächlich recht, es gibt auch hier ein Herzteil. Nach der Story taucht dieser Gorone auf und hat Folgendes für uns. Hey, du da! Was machst denn du hier? Nun, wenn du schon mal hier bist, wie wär's mit ein wenig Spaß? Spaß? Wusste ich doch, dass ich deine Neugierde wecken kann. Dann lass mich mal erklären. Versuch so schnell wie möglich zur Ziellinie zu gelangen. Beuge deinen Körper, um die Balance deiner Lore zu halten. Neigst deine Lore in Kurven, nimm deine Geschwindigkeit zu. Pass aber auf, dass deine Lore nicht entgleist. Na, hast du Bock? Kostet 20 Rubine pro Fahrt. Mhm. Welche Strecke darf's sein? Experte. Oha! Ja, wie du willst, ne? Alles bereit zur Abfahrt. Auch hier weiß ich nicht, was verlangt wird, aber wir sollten auf jeden Fall alles reinwerfen, was wir haben, denn auch dieses Minispiel war auf der Wii ein wahres Trigger-Minispiel. Hab jetzt aber auch schon gehört, auf der Switch ist es wohl ein bisschen
einfacher wegen der verbesserten Steuerung. Aber gefühlt habe ich den Start irgendwie verkackt, keine Ahnung. Wichtig ist halt, dass man wirklich sich in jede Kurve legt, um den Speed aufzubauen. Und auf den Geraden einfach schön gerade bleiben. Das ist aber nicht gut. Ich bin gefühlt viel zu langsam. Selbstverständlich darfst du auch kein einziges Mal falsch fahren. Hier bin ich noch nie gewesen. In der Story sind wir links lang. Oh ja, what the fuck? Dass es mich da nicht rausgehauen hat, wundert mich. Ich glaube, der linke Weg war ein bisschen übersichtlicher, aber das könnte auch bedeuten, dass der rechte dementsprechend schneller ist. Oh je. Da wäre es beinahe passiert. Ganz, ganz krass. Ah, man wird eine Minute brauchen, schätze ich. Ja, dann darfst du keinen einzigen Fehler machen. Ich bin ja einmal fast umgefallen. Und das hat halt auch super viel Speed gebraucht, ne? Ne, Moment mal. Ui, einfach super, spitzmäßig. Selbst ich hätte das nicht geschafft. Natürlich habe ich was ganz Besonderes. Ein Schatz, der von dieser Insel stammt. Geschafft, oder was? Jo! Dann braucht man eine Minute fünf. Oder gar zehn. Ne, zehn kann ich mir nicht vorstellen. 1,5 könnte sein. Und wenn, dann haben wir es nur ganz haarscharf geschafft. Holy shit. Schon jederzeit wieder vorbei, wenn du Bock hast. Ich glaube nicht. Ich muss mein Glück ja nicht so extrem herausfordern. Damit bin ich mehr als glücklich. Und damit haben wir nun alle Herzen. Allerdings nur, wenn man die entsprechenden Herzmedaillen ausgerüstet hat. Das habe ich euch ja schon mal erklärt. Und jetzt wollen wir uns noch die letzten beiden göttlichen Truhen holen. Denn wir müssten tatsächlich alle Goddess Cubes gefunden haben. Und die beiden verbleibenden Truhen sind beide auf dieser Insel im Sturmauge. Was sehr passend ist, denn wir müssen ja sowieso zu Narisha, um das Heldenlied zu hören. Was gibt es denn hier drin? Ein kleiner Köcher. Okay. Lässt mich jetzt nicht jubeln. Aber wir haben ja eh schon alles abgegradet, oder? Haben wir? Doch, ich glaube schon. Kann ich ja später nochmal überprüfen. Oha, was? In Skyward Sword gibt's 5 Flaschen? Wow, not bad. Ach stimmt, ich erinnere mich, das war damals voll das krasse Ding. Ja, ja, genau. Das war damals so eine richtige News, so OMG, es gibt 5 Flaschen, weil es war ja sonst immer eine Regel, es gibt 4. Ah, musste ja sein. Heftig. Dann ab zu Narisha. Gönn mir ein Herz, komm. Komm schon, Mann. Naja. Dann ist es halt so. Da unten ist er. Fliegt wieder fröhlich durch die Gegend. Jetzt, wo wir ihm den Parasiten entfernt haben. Ja, ich würde es auch genießen. Warum nicht? Hallöle! Sieh an! Du hast alle Drachen getroffen, ihre Stimmen gelernt. Du bist wirklich etwas Besonderes. Ich
will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere. Du hast die letzte Stimme des Heldenlieds. Okay. Mega geil! Das Heldenlied ist nun vollständig! Mehr muss ich dir dazu nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Wenn du diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Auf einer der Inseln im Wolkenmeer findest du den Eingang zur Siren, der sich mit dem Heldenlied öffnen lässt. Finde ihn mit der Aurasuche. Ist mir erst letztens wieder eingefallen, die letzten Siren sind nicht auf irgendeiner Insel im Wolkenmeer, sondern auf einer bestimmten, die wir... Mann! Mach doch den Moment nicht kaputt! Im Wolkenhort. Das wollte ich sagen. Drecksvieh. Also nichts wie dorthin. Um auch von dort die Siren zu collecten. Übrigens, es gibt nichts Unnötigeres und Nervigeres als die Wirbelstürme, die auch noch random auftauchen und sogar inmitten des Wolkenhorts. Ich meine, hä? Einfach nur Schmutz. Hier, beim Turm des Lichts ist die Stelle. Krass, oder? Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Stoß das Schwert in das Symbol und stell dich der letzten Prüfung. Hype! Gebieter Don, dies ist die Welt der letzten Prüfung, die Siren der Göttin.
Oha! Wenn du deinen Heldenmut unter Beweis gestellt und das letzte Seelengefäß gefüllt hast, Gebieter, dann wird die Tür zum Triforce vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Noch Fragen? Dachte ich mir. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Okay. Keine Erinnerung an diese Mission, aber ich habe schon gesehen, es sind super viele Geister am Rumfliegen. Ich habe dennoch die Hoffnung, dass es nicht ganz so eklig wird. Weil die Eldin-Siren-Mission ist mir noch im Gedächtnis geblieben als knackig. Und die hier habe ich, wie gesagt, schon komplett vergessen. Könnte bedeuten, dass es nicht so happig ist. Außerdem ist der Wolkenhort ja doch recht übersichtlich. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist halt wirklich die schiere Masse an Leuchtgeistern und Wächtern. Wir dürfen halt in keinen Lichtkegel geraten, ne? Ganz klar. Sagte er und verkackte es beinahe. Und dann auch noch in der Nähe eines Wächters. Top. Aber hey, ist nochmal gut gegangen und du solltest da bitte drauf, Link. Dankeschön. Immer schön das hier einsammeln, damit wir auch sehen, wo die Tränen sind. Okay, das ist ein bisschen belastet da unten. Ach komm, ich glaube, das hole ich jetzt einfach so auf geisteskrank. War wohl keine allzu gute Idee. Aber es müsste trotzdem theoretisch möglich sein. Und zwar so. Ah, Student. Okay, aber ist hier noch was? Doch, da hinten. Hier wahrscheinlich eher nicht, oder? Wir haben ja Zeit, Leute, ne? Alles gut. Ah, wobei, doch. Guck mal, hier oben. Ja, auf dem Dach, ne? Natürlich. Das könnte sogar ziemlich tricky sein. Und hier ist sogar eine künstliche Absperrung. Da kommen wir aber rein, wenn wir da oben vom Dach springen. Das könnte also die gewollte Reihenfolge sein. Muss nur gucken, dass ich keinen zu langen Rückweg habe. Das sah jetzt schon ein bisschen gruselig aus. So wie der positioniert war. Und der Kumpel da unten ist auch nicht besser. Nicht übertreiben. Ja, am besten so machen, dann passiert nichts. Okay. Mehr als die Hälfte haben wir. Das hier ist entspannt und gleichzeitig eine Verbindung zu dem, wo ich vorhin runtergejumpt bin. Da geht's weiter, ne? Ja, ist doch alles okay. Macht sogar am meisten Spaß bisher von allen. No shit. Hier ist Endstation. Durch die Höhle geht's nicht. Es geht jetzt da hinten zurück. Wir dürfen aber natürlich auch auf keinen Fall ins Wasser fallen, ne? Das verrät die Position. Oh, die Brücke ist auch böse. BTF. Soll ich da oben lang? Nee, das sieht er doch. Ah, okay, verstehe. Shit, 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 shit. Warum habe ich es riskiert? Da ist safe einer, ne? Ja. Okay, trotzdem alles cool. Ich bleib gechillt. Ich bleib gechillt. Ich bleib immer noch gechillt. Jetzt vielleicht nicht mehr so sehr. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich brauch die. Ich brauch die. Ich brauch die.
What was that? Oh my god. Okay, noch zwei. Bisschen Action muss sein, sonst wär's lame. Nicht wahr? Was? Ja gut. Einfach... No risk, no fun. Scheiß drauf. Scheiß drauf, alles egal. Egal. Gut, dass das die letzte ist. Oh, nee. So egal ist es dann auch wieder nicht. Korrigiere mich komplett. Schlecht, dass das die letzte ist. Weil das ist die gefährlichste. So, jetzt müssen wir die Kackbrücke noch irgendwie überstehen. Aber er fliegt hier ein bisschen nach vorne, habe ich gesehen. Dann nach rechts und wir könnten hier unten abdüsen. Ja. Okay. Zumindest aus dem Fehler gelernt. Und was Nützliches rausgezogen. Hallo? Mach jetzt nicht schlapp hier. Oh mein Gott. Nee, ist okay. So ist nicht langweilig. Du hast das Insignie der Reife erhalten. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Aha. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insignie der Reife, außer dem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleich, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich dir der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Ort zu suchen. Danke für den Tipp. Sinnvoller wäre gewesen, hättest du gesagt... Like da lassen und nicht verpassen.